Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute Imperator Rome, den neuesten Strategie-Blockbuster von Paradox. Und ich habe dankenswerterweise schon ein bisschen vorher Zugriff auf eine Version bekommen, die noch eine Vor-Release-Version ist, die ich spielen werde. Und ich möchte da natürlich noch die Einschränkung machen. Ihr wisst das alle, wie das ist mit Versionen, die vor Release rausgegeben werden. Da können sich also noch Sachen ändern. Insofern bitte ich das entsprechend beim Gucken dieses Videos hier zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt noch hier keine abschließenden Statements zu dem Spiel abgeben. Das hat natürlich was mit dem zu tun, was ich gerade eben gesagt habe. Auf der anderen Seite möchte ich euch aber einfach nur ein bisschen Inhalte dieses Spiels zeigen. Und ihr könnt euch ja dann selbst ein Urteil bilden. Und ich werde natürlich sagen, worum es in dem Spiel so in etwa geht. Ne? Das ist klar. Aber ich möchte hier einfach erstmal nur ein paar Eindrücke vermitteln. Und damit sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, bei einer ganz wichtigen Einschränkung. Ich werde nämlich tatsächlich, und der ein oder andere schlägt sich vielleicht jetzt gerade mit der Hand vor den Kopf, das Tutorial spielen. Aber warum mache ich das? Ich habe da echt lange drüber nachgedacht, ob ich diesen normalen Spielmodus machen soll. Ihr kennt das in etwa wie bei EU4, ne? Ihr schaut es euch einfach mal ganz kurz an, damit ihr so einen Überblick bekommt, was es hier so alles gibt, ne? Aber ich werde gleich nochmal zurückgehen ins Hauptmenü und werde euch dann, diese Rom-Mission, man wird am Anfang mit Rom spielen, die werde ich euch dann zeigen. Ihr seht, ne? Also, wir können uns alles Mögliche hier aussuchen, ne? Wir können von Kaledonia bis, über Rom, Karthago, Massasylia, Ägypten, also hier das ptolemäische Ägypten, ne? Nabatäa. Wir können auch Kusch spielen oder von mir aus auch hier Phrygien unter Antigonos. Die Seleukiden können wir spielen unter Seleukos Nikator. Die Parther, also es ist alles hier in der antiken Welt im Jahre 304 vor Christus ansiedelbar. Das möchte ich euch an der Stelle einfach nur schon mal zeigen. Ihr kennt das von EU4 und ja, wir können auch eine indische Nation spielen. Und nein, auch bei meinem Fable für die indische Nation in EU4, ich werde jetzt ausnahmsweise keine indische Nation spielen. Es gibt eine Menge Ödland, das man auch kolonisieren kann und so weiter und so fort. Aber mehr Details seht ihr dann gleich. Und da sind wir auch schon wieder, das geht wirklich rasend schnell, im Tutorial-Spiel. Und das starte ich jetzt mal. Und diesen Ladebildschirm, den kennt ihr bereits. Die Musik ist hörenswert auf jeden Fall. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Ich muss hier noch ein bisschen an den Einstellungen rumprobieren. Für alle die meinen Kanal übrigens noch nicht kennen an dieser Stelle, ich bin ja Historiker von Hause aus und meine Spezialität ist es dann auch tatsächlich immer in diesen Spielen über die Geschichte der jeweiligen Fraktion zu sprechen, die wir spielen. Und so wird es natürlich auch hier bei den Römern sein. Und das ist Imperator Rome und ich werde natürlich als erstes Rom spielen. Und wir gucken uns heute mal so ein bisschen an, was dieses Spiel zu bieten hat in einigen Videos. Das Video jetzt am Anfang ist vielleicht noch nicht so ganz so lange. Dafür werden heute mehrere Videos rauskommen. Und macht euch einen Eindruck. Von mir aus könnt ihr mir auch eure Meinung teilen. Aber bitte fragt mich jetzt nicht so, soll ich mir das jetzt kaufen? Weil dazu werdet ihr von mir vor Release definitiv keine Antwort bekommen. Muss ich leider der Fairness halber auch sagen. Fairness gegenüber dem Entwickler muss an der Stelle hier auch sein. Viele von euch sind gehypt, ich weiß das. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich gehe mit der Geschwindigkeit schon mal einen kleinen Ticken runter. Okay, wir starten, ganz kurze historischer Vorspann an der Stelle. Wir starten im Jahr 450 ab Urbe Condita. Wir starten nicht im Jahre 450 nach Christus. Wir starten also nicht zur Zeit, die man als die, in Anführungszeichen, Völkerwanderung bezeichnet, sondern wir starten, um genau zu sein, im Jahr 304 vor Christus. Das ist das Jahr, in dem der Waffenstillstand mit den Samniten geschlossen wurde, das Ende der zweiten Samnitenkriege. Und eigentlich ist das erstmal so eine Phase relativen Friedens in Rom, bis ungefähr so, ich sag jetzt mal so roundabout zum Jahr 298, als sich die erste oder als sich die nächste große Offensive der Umbra im Norden, der Etrusker, der Samniten und so weiter. Ach nee, Moment mal. Ja, im Norden und im Osten sind die Umbra, ne? Also, indem sich der nächste Koalitionskrieg gegen die Römer hier
anbahnte. Mit dem zweiten Samnitenkrieg ist es allerdings tatsächlich so, dass die Römer es schaffen konnten, hier ihr erprobtes Mittel der Koloniebildung und des römischen Bündnissystems fest zu etablieren. Latium gehörte überwiegend den Römern. Wir sehen also auch hier schon der große Konflikt zum Beispiel mit den Etruskern um die Stadt Veii. Ne, im 5. Jahrhundert vor Christus, der ist hier schon längst beigelegt. Das ist also hier gar nicht mehr akut. Diese Sachen lassen wir jetzt einfach mal außen vor und in den historischen Rückgriff kommen wir dann vielleicht später. Ich werde heute auch nochmal was zu diesem Datum sagen. Ab Urbe Condita, wo kommt das eigentlich her und was ist das jetzt eigentlich nochmal genau? Wir haben einen immens gefüllten Geldbeutel, der schon fast übertrieben hoch ist. Aber, und das ist wiederum wichtig, warum ich diese Tutorial-Sache mache. Ihr seht hier ein paar Missionen in diesem Tutorial, die man absolvieren kann. Da hinten blinkt es auch schon auf der Karte. Das ist für euch ganz sinnvoll, um zu sehen, was dann so passiert und was so die Optionen sind, was man so machen kann, wie die diplomatischen Handlungen aussehen und so. Und das ist jetzt etwas, wenn ich das jetzt im Detail in einer normalen Kampagne machen würde, müsste ich das alles halt super genau erklären. Und ihr kennt das bei den Paradox-Spielen, das würde jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen führen. Und es würden unfassbar lange Videos werden, die ich nicht mehr beenden kann. Insofern, ne, das ist jetzt auch kein komplettes, also wir spielen die Tutorial-Mission. Es soll auch so ein bisschen Tutorial-Charakter für euch haben, damit ihr so ein bisschen ins Spiel reinfindet. Ich werde jetzt aber nicht alles im Detail erklären können, dafür reicht die Zeit leider nicht. Ja. Okay, also wir lesen mal vor. Ne? Willkommen zum Tutorial für Imperator Rome. Wenn ihr die Reihe von Zielen abschließt, die ihr auf der linken Seite des Bildschirms finden könnt, werden euch die Grundprinzipien des Spiels von Imperator Rome vorgestellt. Mit der Schaltfläche auf der linken Seite des Bildschirms, die mit dem Kranz und einem Speer geprägt ist, könnt ihr das Fenster mit den Tutorial-Zielen öffnen und schließen. Und man kann die, das wird jetzt hier nochmal hier unten erklärt, also ihr seht dann, ihr seht dann hier im Tooltip, was genau so die Ziele sind. Und ihr könnt die auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge abspielen. Also wenn ihr euch jetzt schon so ein bisschen mit diesen Spielprinzipien auskennt, dann könnt ihr das in irgendeiner Reihenfolge machen. Ich sage auch gleich was dazu, was wir als erstes machen. Die werden dann nachher auch mal wieder ausgegraut, aber wenn man diese Ziele einmal erreicht hat, dann genügt das hier für das Tutorial. Ne? Ja, Roma-Invicta, so ist das. Senatus Populusque Romanus. Wir spielen also im Zeitalter der Römischen Republik. Seit über 20 Jahren hat die im Entstehen begriffene Römische Republik einen harten Feldzug gegen die Samniten im Süden geführt. Obwohl der Sieg oft nicht greifbar schien, endete der Krieg zugunsten Roms mit der Befreiung der griechischen Stadt Neapolis. Die Samniten jedoch, die sich zurückgezogen haben, um ihre Wunden zu lecken, sind weit davon entfernt, besiegt zu sein. Und tatsächlich ist das auch so. Im Norden beobachten die Etrusker mit Besorgnis die Ausdehnung der Republik. Im Süden verschwören sich einige griechische Stadtstaaten heimlich, während sie ihre Wohltäter in Griechenland um Hilfe bitten. Oh ja, so ist es. Auf der weit entfernten Insel Sizilien droht die ausländische Invasion des mysteriösen karthagischen Imperiums, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, das prekäre Gleichgewicht der Kräfte in der Region zu stören. Wird Rom siegreich hervorgehen oder unter internen Konflikten und den barbaren Horden fallen? Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen. Oder wird Rom vielleicht zu einer Diktatur werden? Auch das ist eine mögliche Option in diesem Spiel. Die Anfangssituation. Während des Tutorials spielt ihr als Rom. Das aktuelle Datum, das ihr in der oberen rechten Ecke des Bildschirms seht, ist der 1. Oktober 450 ab Urbe Condita, oder 450 nach der Gründung Roms. Muss man jetzt dazu sagen, ne, das ist so diese, ich kann es ja nicht lassen und muss dann doch über die Geschichte reden. Ne? Also das geht auf eine Rechnung von Varro zurück. Und Varro hat ausgerechnet, dass wenn Rom 440 Jahre nach dem Fall Trojas durch Romulus und Remus gegründet wurde, ne, wir wissen ja, ne, die Aeneas, ne, berichtet ja hier auch von den Exil-Trojanern hier in dieser, hier in Italien, ne, die danach eben den römischen Staat gegründet haben und so weiter. Und wenn man davon ausgeht, dass Troja 1193 gefallen ist, dann 440 Jahre danach wird man auf das Frühjahr des Jahres 753 kommen, ne, und dementsprechend diese Gründung der Stadt so datieren. Man hat das archäologisch auch mal mit so einer Brosche oder mit so einer Fibel, ne, das ist so eine Nadel, die man benutzt, um so ein Gewand zusammenzuhalten, hat man das versucht festzumachen. Also nicht das Gewand, sondern das Gründungsdatum der Stadt Rom natürlich. Und da
muss man einfach sagen, es gibt kaum Indikatoren, die, also es gibt sonst kaum Indikatoren, die auf dieses Datum hinweisen, und wir dürfen einen guten Zweifel an dieser ziemlich genauen Angabe des Frühjahrs 753 vor Christus haben, denn es gibt keinerlei historische Belege oder sowas. Das sind alles, diese Daten beruhen auf Rekonstruktionen von römischen Geschichtsschreibern, die diese Rekonstruktion natürlich aber auch immer mit einem gewissen politischen Weltbild verbinden, ne? Und naja, alles andere dann später. Rom hat vor kurzem eine lokale Dominanz etabliert und die Bühne ist bereit für die Expansion in die italienische Region. Oh ja, es wird sich uns alles entgegenstellen, aber niemand wird überstehen. Für dieses Tutorial haben wir uns bereits um einige Dinge für euch gekümmert. Im Laufe des Tutorials zeigen wir euch jedoch, wie diese Dinge wie ihr diese Dinge selber abdeckt. Genau, fahren wir das fort. Klicken, um mehr über Ressourcen in Imperator Rome zu lernen. Denn ihr seht, hier oben sind ganz, 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 ganz viele Ressourcen und die meisten davon werdet ihr wahrscheinlich auch schon kennen, ne? In der oberen Leiste findet ihr die wichtigsten Ressourcen, die ihr im Laufe des Spiels sammeln und ausgeben werdet. Wir empfehlen, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um euch damit zu vertraut zu machen, wenn ihr den Mauszeiger über die Symbole bewegt, bla bla bla. Für dieses Tutorial haben wir euch bereits einen erheblichen Bonus für eure Schatzkammer und Machtressourcen gegeben. Und dann beginnen wir jetzt auch das Tutorial. Und diese Ressourcen, ich werde die jetzt erstmal noch nicht so im Detail erklären, aber ihr werdet gleich alles sehen, was die macht. Oder was die machen, das so wie die Machtpunkte bei EU4 für alle, die EU4 schon mal gespielt haben. Wir haben, und das sind jetzt mal die zwei wichtigsten, die ich mal hier nenne, die Rekrutenreserven. Das sind die tapferen Bürger, die unsere Legionen stellen und auffüllen werden, wenn denn welche gefallen sind. Und hier oben ist das Geld und wir sehen momentan, wir machen auch ein bisschen miese. Wir machen einen leichten, oder nee, wir machen einen ganz leichten Gewinn, machen wir noch. Denn tatsächlich, die römischen Armeen und die römischen Flotten, die sind unfassbar teuer. Wir brauchen einen Haufen Geld. Und ja, werden wir natürlich auch immer wieder brauchen. Und das Geld ist schnell ausgegeben, aber mühselig verdient. Mühselig verdient. Also, ja, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Ihr seht, wir haben hier gewisse Dinge, um die wir uns noch kümmern müssen. Das zeigt uns dieses Teil hier oben an. Und jetzt mal so vorneweg. In meinen Augen ist dieses Spiel erstmal, also das ist ähnlich wie bei EU4, man muss natürlich Ressourcen managen, ne? Also diese Ressourcen hier oben, Ressourcen bekommen, Ressourcen ausgeben, man muss strategisch vorgehen, sich die Gegner mit Bedacht aussuchen, diese niederwerfen, Land erobern, unterdrücken, knechten, ausbeuten, plündern und so weiter und so fort, ne? Also das ganze wunderbare Sprichwort von Heraklit, Krieg ist der Vater aller Dinge, das trifft also auch hier zu. Ja, also wer hier jetzt nur friedlich vor sich hin vegetieren will, der ist vielleicht in diesem Spiel jetzt nicht unbedingt mit der Römischen Republik der Richtige. Das passt ja historisch auch irgendwie nicht so, ne? Und wir dürfen jetzt entscheiden, wie wir diese ganzen Punkte hier ausgeben. Und tatsächlich, weil das halt hier eine Tutorial-Mission ist, haben wir sehr, sehr viele. Aber ich kann euch mal dadurch eben, und das finde ich, wie gesagt, ganz gut dadurch, dass wir diese Tutorial-Mission spielen, kann man sich mal so einen Einblick davon machen, was es denn so alles gibt, was denn so mögliche Abwägungskriterien sind und was hier wichtig an der Sache ist. Ganz gut erstmal, wir könnten theoretisch jetzt schon einfach loslegen, wenn wir diese Punkte jetzt noch nicht ausgeben wollen, werden wir es trotzdem noch relativ leicht haben, weil wir einfach mit Rom auch unfassbar stark sind und ihr seht halt einfach auch, ne, hier unten, wir haben hier super Provinzen, alleine hier mit Latium, das ist eine Goldgrube, das ist so eine bevölkerungsreiche Region hier. Unfassbar stark. Ihr werdet das auch gleich nochmal im Detail in den verschiedenen Kartenmodi sehen. Vielleicht wahrscheinlich erst im nächsten Part. Aber für heute machen wir erstmal diese kurze Einführung hier. Übrigens sehen wir nochmal unsere Tutorial-Ziele. Also, die erste Mission, die ich mache, Beziehung so zu Sipontum verbessern. Dafür kriegen wir 400 Gold. Sipontum ist ein OPM, ein sogenannter One Province Minor, also ein griechischer Stadtstaat, eine plutokratische Republik. Davon gibt es hier einige, tatsächlich natürlich auch historisch irgendwo korrekt. Wir sehen momentan, die Meinung ist bei minus 30, die ist dadurch bedingt, dass wir eine andere Kulturgruppe haben, dass wir persönlich jetzt momentan eine kriegslustige Haltung haben hier. Die ziehen das Ganze nochmal so ein bisschen runter. Wir haben aber die gleiche Religion. Das Spiel macht uns mit den Hellenen ein bisschen gleich, sage ich mal. Und packt uns unter die Kategorie der hellenistischen Religion. Jetzt habe ich es wahrscheinlich schon wieder irgendwo übersehen. Das sind die Regionen, nicht die Religionen. Barbarenmacht, Terrain, werden wir. Politisch ist das, was wir schon haben. Kultur sehen wir hier. Wir sind
Wir sind römisch, ne? Oder ne? Wird hier auch angezeigt, ne? Ah, da ist die Religion. Da seht ihr, ne? Das ist eine hellenische Religion. Und damit ist jetzt natürlich nicht gemeint, dass wir hier auch zu Athene beten oder sowas. Aber damit ist zum Beispiel gemeint, dass wir in einen, ja, ich würde mal sagen, weit gespannten Bogen hellenischer Religionstypen eingeordnet werden können. Tatsächlich haben die Götter der römischen Mythologie ja auch so viel mit denen der griechischen Mythologie gemein, ne, dass das natürlich dann hier auch nicht Wunder nimmt. Okay, erster Schritt, wir verbessern die Beziehungen mit dir und dazu brauchen wir Machtpunkte. Und wir können die verbessern um plus 50, wenn wir auch eben 50 Machtpunkte Redekunst ausgeben. Ihr seht, wir bekommen im Monat 6 Stück. 2 ist die Basis, 1 bekommen wir durch Ideen und 3 bekommen wir durch unseren aktuellen Konsul. Das können wir auf jeden Fall machen und dann können wir denen auch noch ein Geschenkchen senden und dann kriegen wir insgesamt einen Bonus von 75. Dann seht ihr aber natürlich, bei 75, 85 minus 40 werden wir nicht ganz auf diesen Wert von 100 kommen. Vielleicht machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen anders. Wir können aber zum Beispiel unsere kriegslustige Haltung ändern und zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, wenn man mal hier merkantile Haltung, ne, wir ändern das, Meinung anderer über merkantile Haltung plus 30, wir wollen erstmal Handel treiben, ne, ist ja auch eine Möglichkeit. Meinung anderer in diplomatischer Reichweite plus 20. Das heißt also, wir würden unsere Beziehungen mit Sipontum deutlich verbessern, nämlich immerhin um plus, also hier auf plus, dieser Malus von minus 20 würde in einen Vorteil von plus 20 umgemünzt werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und dann wären wir auch so schnell bei diesen 100 Punkten. Ne? Können wir also auf jeden Fall mal machen, sparen uns vielleicht ein bisschen Zeit und wir wären dann auch erstmal, weil wir uns ja aktuell noch historisch gesehen in einer Phase des Friedens befinden, ist es vielleicht auch gar nicht mal so abwegig, sowas jetzt zu sagen und zu machen und dann hier erstmal zu überlegen, ja, bevor wir jetzt also hier versuchen, die Welt niederzuringen, lassen wir erstmal hier noch eine Phase des Friedens existieren. Ne? Und ihr seht auch hier, ne, wenn wir das so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, bis wir Krieg gegen die Sabiner führen, haben wir noch ein paar andere Missionen abzuschließen und dann können wir diese Politik gegebenenfalls ja auch nochmal ändern. Ne? Also ist das vielleicht tatsächlich eine sinnvolle Option, denn wir sammeln, wenn wir andere Städte erobern, aggressive Expansion und ihr kennt das natürlich aus den, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was haben wir hier noch für... Also die bringen natürlich unterschiedliche Boni, ne, ist klar. Wir sammeln aggressive Expansion. Aggressive Expansion heißt, für uns wird das schwieriger, unsere Bevölkerung zu kontrollieren. Die anderen Staaten werden uns irgendwann doof finden und können Koalitionen gegen uns schmieden und so weiter und so fort. Also das ganze wunderschöne, die ganzen wunderschönen Dinge, die wir nicht haben wollen, die ja alle trotzdem passieren können. Also gehen wir mal hin. Wir wählen eine merkantile Haltung für uns. Und sehen also hier die Auswirkungen. Und das ist natürlich auch relativ, wichtig für unseren Senat. Der wird sich ja mit dieser Haltung arrangieren. Wir können nicht immer einfach so komplett gegen den Senat agieren. Also es ist natürlich mit der kriegerischen Haltung hier, mit der kriegslustigen Haltung, ist es natürlich wesentlich einfacher, Kriege zu führen. Das ist vollkommen klar, glaube ich. So, dann machen wir einmal Beziehungen verbessern, bitte. Schwubbeliwubbeliwupp. Jetzt haben wir eine Botschaft hier und bald sind wir auf 70 Punkten und jetzt können wir zum Beispiel nur sagen, wir wollen gerne auch noch die Garantien für dich übernehmen. Das machen wir später. Wir sehen hier, wie sich der Senat dazu verhält. Da ist er eher neutral. Beziehungen verbessern, beenden, fände der Senat sogar tatsächlich gut. Merkwürdig. Beleidigung findet er auch gut. Geschenk senden findet er auch gut. Muss man immer so ein bisschen drauf achten. Aber wir gehen jetzt erstmal diese Mission hier an. Das wird ein bisschen dauern, bis wir da die Beziehungen verbessert haben. Und ja, das machen wir erstmal. Dann haben wir noch in unserer Hauptstadt eine unbenutzte Handelsressource. Da müssen wir, glaube ich, was müssen wir da machen? Hier Fisch müssen wir importieren nach Latium. Das kann man natürlich auch wieder ändern. Aber klar, ne, wir nehmen erstmal Fisch. Und wir können uns jetzt mal angucken, woher wir den haben wollen. Idealerweise halt eben nicht von den Sabinern, weil die sollen wir ja platt machen. Holen wir uns den Fisch da einfach mal jetzt erstmal von den Venetern. Ja, gegen die können wir später nochmal Krieg führen. Das sind es Verbündete von Etrurien. Muss ich mal gerade gucken. Hier sehen wir die Verbündeten. Sind Verbündete mit... Ne, sind sie nicht. Alles klar. Wir könnten uns die jetzt auch nochmal raussuchen. So weit da oben, ne? Also, alles easy. Und dann, was haben wir noch? Illoyale Charaktere, ja, das ist halt leider so ein Ding. Also, das ist wirklich das Fraktionsmanagement hier, ne? Das ist schon ziemlich krass.
Wir sehen hier momentan den Fraktionsführer Gnaeus Flavius, der deutlich illoyal ist. Ne? Der hat einen Wert von 30% Loyalität. Das ist sehr, 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 sehr wenig, das ist der Loyalitätswert. Hier übrigens, er hat einen Bekanntheitswert von 40. Das heißt also, als Volkstribun und Familienoberhaupt, ne, da kennt man den schon mal in der Stadt. Und tatsächlich müssen wir wirklich gucken, dass wir unsere Familien irgendwie so ein bisschen geregelt kriegen. Ihr seht das übrigens auch hier. Hier sehen wir die Familien, die sich geachtet fühlen. Das sind die mit dem grünen Haken. Und die, die sich nicht so beachtet fühlen, das sind die mit dem X. Und wir sehen hier den Besitz, den diese Familien haben. Also hier repräsentiert durch einen Prestigewert. Tatsächlich momentan sind diese Werte hier noch alle relativ niedrig. Aber wartet mal ab, wenn wir anfangen hinzugehen und Länder zu erobern, dann häufen wir hier ganz schnell Punkte an. Dann häufen wir hier ganz schnell Prestigepunkte an. Dann werden diese Familien immer einflussreicher. Und dann sollten wir natürlich gucken, dass wir es mit denen eben gut, dass wir uns mit denen gut halten. Das gilt insbesondere, wenn wir die irgendwo als Statthalter in diesen Provinzen einsetzen. Zeig mir das doch nochmal ganz kurz. Hier haben wir zum Beispiel einen Statthalter drin, der Marcus Fulvius Petinus. Und das ist einer der Handelsfraktionen. Der hat nochmal ein paar eigene Interessen, ist klar. Aber der gute Mann hier, der hat natürlich auch noch eigene Trades. Der ist unter Umständen verheiratet. Und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich auch mal drauf achten, was kann der so und wie gehen wir mit dem um? Also versuchen wir den irgendwie auf unsere Seite zu ziehen, wenn er illoyal wird, ne? Und Korruption ist natürlich noch so ein wichtiger Wert. Da wollen wir natürlich auch drauf achten, dass die Leute, die einen hohen Einfluss haben, dass sie nicht zu korrupt sind und so. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. So, ihr seht hier, ne? Erste Mission haben wir schon, wir haben 200 Religionsmachtpunkte bekommen und so wie ich das jetzt momentan sehe, sind die nicht gecapped. Also, ne, falls sie es doch sind, dann tut es mir leid, dann habe ich es nicht gesehen, aber ich meine, sie sind nicht gecapped. Dann sollen wir auch noch die Stabilität der, Roms erhöhen. Das ist so, ne, für alle die das noch nicht kennen, ein Wert, der innere politische Stabilität repräsentiert, die Stabilität unseres Reiches, und dazu muss man Machtpunkte ausgeben. Das machen wir nicht im Diplomatie-Menü, sondern im Religionsmenü. Und da können wir ein Opfer an die Götter bringen und das wird unseren Stabilitätswert erhöhen, dass die Götter uns gewogen sind. Haben wir jetzt auch gemacht. Unsere Nation ist jetzt natürlich viel, viel, viel stabiler. Und das hat dann natürlich immer weitere Auswirkungen. Opfer an die Götter werden dadurch natürlich nochmal teurer. Seht übrigens auch hier, wir bekommen 7 Stück. 2 aufgrund der Basis, 1 von den Ideen und plus 4 von dem Sempronius Sophus. Und dann können wir noch sogenannte Omen auswählen. Sollte man natürlich bei Zeit noch immer mal tun. Und diese unterschiedlichen Omen, die bringen uns weitere Boni. Segen des Mars plus 5,6% Disziplin. Sowas nimmt man natürlich, bevor man Krieg führt. Segen des Jupiter, weniger aggressive Expansion. Sowas nimmt man natürlich, nachdem man Krieg geführt hat. Der Segen der Fortuna, weniger Unruhe. Sowas nimmt man natürlich, wenn man irgendwo mit Revolten in den Provinzen rechnen muss. Und so weiter und so fort. Oder Boni für Forschungspunkte. Es gibt auch Forschungen hier in dem Spiel. Da ist auch noch eine weitere Ergänzung. Da muss man auch ein bisschen drauf achten. Segen des Pluto, dann bekommen wir Steuern und so weiter und so fort. Oder Segen von Keres, bekommen wir mehr Bevölkerungswachstum, denn unsere Bevölkerung ist eine unserer wichtigsten Ressourcen. Und ich muss jetzt mal gerade einen Schluck trinken. Moment. Mehr Bevölkerung, dann ist auch, glaube ich, recht klar. Heißt natürlich auch irgendwo mehr Steuern. Und da muss man natürlich drauf aufpassen. Ne? Wir müssen auch, glaube ich, einen Omen auswählen. Und du rätst uns, Spiel, den Segen der Fortuna zu wählen. Und das machen wir dann auch mal. Aber den Bonus habe ich noch nicht bekommen. Dann kriege ich den vielleicht erst gleich, ne, wenn ich das Spiel gestartet habe. Jetzt können wir noch ein paar Erfindungen machen. Und Erfindungen bekommen wir durch unsere Forschungspunkte. Und unsere Forschungspunkte ermöglichen es uns, ein gewisses Stufensystem zu durchlaufen. Und mit diesem Stufensystem können wir nochmal weitere Neuerungen freischalten in diesem Spiel. Die erlauben uns gewisse Maßnahmen. Dazu muss man aber einen gewissen Wert hier erst erreicht haben. Und ihr seht, momentan wir forschen hier mit 100%, hier mit 90%, hier mit 100%, hier mit 70%. Ne, also, dass auch hier spielt das Fraktionsmanagement eine Rolle und wir sehen halt momentan eher Beliebtheit 70%, bringt auch hier weniger Forschungsgeschwindigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hat er außerdem noch einen sehr, sehr niedrigen Wert in der Redekunst, das ist vielleicht auch nicht so gut. So jemanden könnte man auch mal ersetzen. Wir würden ihn ja vielleicht nicht endgültig verprellen, ne? Aber da muss man tatsächlich mal gucken. Beim Beliebtheitswert, sehen wir das hier irgendwo, sehen wir jetzt nicht konkret, ne? Aber Bekanntheit 70%, echt?
Lucius Postumius Megellus, interessanterweise. Okay, gut. Da müssen wir bei Zeit nochmal drauf gucken. Ja, und wenn wir jetzt hier was gewählt haben, dann ist es aber nicht so, dass das komplett dann irgendwie, dass wir jetzt so einen Tree durchlaufen. Also, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt so eine Art Tree im Hintergrund, den wir aber nicht so direkt sehen. Vielleicht werden dann immer so bestimmte Sachen freigeschaltet. Konnte ich jetzt hier noch nicht so mir erschließen, aber ist jetzt erstmal auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig. Unsere monatliche Forschung hier, unsere Forschungseffizienz. Dafür gibt es auch nochmal unterschiedliche Modifikatoren und so weiter und so weiter. Und wir wählen mal hier die Anfangserfahrung für unsere Soldätchen. Dafür geben wir Zivilmachtpunkte aus. 5% Anfangserfahrung. Dann können wir noch die Vermögenssteuer einführen. Dadurch kriegen wir nochmal mehr Kohle. Dann können wir Ansprüche fingieren für 10% weniger Kosten. Für das ist auch eine super Sache. Forschen wir das auch noch. Und was nehmen wir noch? Was können wir noch wählen? Die Ohmstärke plus 5% wählen wir jetzt mal. Jetzt bin ich übrigens gespannt. Ob die... Ja doch, minus 2,34. Na, ich weiß nicht. Vielleicht spätestens beim nächsten werden wir es sehen. Ohmenstärke. Hierarchisches Auspizium. Religiöse Fortschritte. Scheint aber hier nicht drin gewesen zu sein. Naja, egal. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja, und bei den Familien, da müssen wir mal gucken. Was haben wir noch für eine Mission? Schauen wir nochmal rein. 30 Kohorten. Okay. 12 Trieren. Okay. 8 Trainingslager. Okay. Dann machen wir doch mal Folgendes. Also ich glaube, 30 Kohorten brauchen wir aber insgesamt als Armee. Wir sehen momentan hier 5-mal Bogenschützen, Sagittari, 5-mal schwere Infanterie, 5-mal leichte Kavallerie. Leichte Kavallerie für die Flankenangriffe. Da können wir auch irgendeine andere Einheit draufsetzen. Übrigens, leichte Infanterie ist auch eine Möglichkeit. Sekundäre Kohorte, das ist natürlich unsere schwere Infanterie. Und die primäre Kohorte, die den Kampf eröffnet, das sind typischerweise die Bogenschützen. Ist ja klar, die haben auch die höchste Reichweite. Und hier drüben können wir noch verschiedene Kampfmodi auswählen. Je nachdem, also Nahkampf umzingeln, Scharmützel täuschen, einengen. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was unser General hier kann. Zielsetzung der Einheiten kann man auch nochmal entsprechend automatisieren. Machen wir jetzt hier aber auch noch nicht. Einheiten reorganisieren müssen wir noch nicht machen. Anschlüsse können wir jetzt hier zum Beispiel so erlauben. Und dann könnte man noch einen Gewaltmarsch aktivieren. Und. Also wir haben richtig, richtig viele Möglichkeiten, hier mit diesen Armeen weiter zu interagieren. Wir könnten übrigens dann demnächst auch mal eine Tradition auswählen. Hier seht ihr übrigens nochmal unsere Eigenschaften im Überblick. Was sie so können. Die zählen übrigens 50% bei der Zermürbung zusätzlich. Und gegen die Sagittari 10% weniger zählen. Denn man kann nicht eine Armee beliebiger Größe einfach hier so rein stationieren. Nehmen wir mal irgendeine Provinz, die jetzt vielleicht nicht so ein hohes Limit hat. Nehmen wir zum Beispiel hier mal Saticula. Da können wir jetzt zum Beispiel keine Armee mit einem Gewicht von 20 reinstellen. Sonst kann die sich hier nicht versorgen und bekommt Verschleiß. Kennt ihr, glaube ich, ne? Oder die meisten von euch kennen das sicherlich. Zumindest die meisten auf diesem Kanal. Aber wer es noch nicht kennt, also ich finde es einen sehr interessanten Aspekt. Sofern ich das darf, sofern ich das sagen darf. So, wir rufen das Makromenü auf und bauen jetzt erstmal ein paar Einheiten. Und zwar, wir bauen einfach hier das Dingeling da nochmal nach. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5 Sagittari. Wir machen noch unsere Auxilia. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir machen unsere Princaps. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ziehen wir das nochmal gerade, ne? Jawohl, dann haben wir auch unsere Armee fertig. Dann wollten wir noch unser Trainingslager bauen. Wie viel? 8 Stücker, ne? Bauen wir hier erstmal in den Hauptstädten. Die sehen wir hier immer gut an der Säule. 1, 2. Dann bauen wir hier noch bei den Festungen eine. 3. Rom hat schon 1. 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt brauchen wir noch 12 Trieren. Da können wir zum Beispiel einfach hingehen und sagen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bauen wir dazu. Dann haben wir die 12.
Und jetzt gehen wir noch kurz in unsere Nationenübersicht. Ne, Moment, stopp, hier bei der Regierung. Bin immer noch ein bisschen überfragt, manchmal mit den Menüs. Ich weiß immer noch nicht genau, wo was ist. Ach ja, genau. Wir reduzieren mal den Armeeunterhalt und den Flottenunterhalt. Das ist sowieso alles viel zu teuer. Wir reduzieren mal den Festungsunterhalt. So viel Kohle müssen wir gerade auch nicht ausgeben. Und damit kämpfen unsere Einheiten schlecht. Und wir müssen, wenn wir uns auf den Krieg einstellen, natürlich versuchen, den Unterhalt vorher wieder zu erhöhen. Man kann damit tatsächlich auch über das Maß hinaus die Moral der Armee erhöhen. Das ist auch ein sehr cooler Punkt. Oder wir können zum Beispiel hingehen und die Steuern erhöhen. Dann forschen wir aber weniger. Ja, oder wir können halt hingehen und den Handel nochmal stärken. Dann brauchen wir allerdings für Überschüsse mehr Sklaven. Das ist vielleicht auch nicht immer so die allerbeste Option. Achso, ich wollte da übrigens noch was einstellen. Ja, wir können auch Gesetze erlassen. Auch das ist noch eine Möglichkeit. Warte mal kurz. Wir wollen doch gerne... Ich möchte gerne noch was einstellen. Hier sind die Söldnerregimenter übrigens. Kann man auch ausheben. Kosten einen Haufen Geld. So, genau. Und ich hätte gerne, dass wir unsere Überschüsse nicht weghandeln. Wenn wir nämlich Überschüsse in unserer Hauptstadt ansammeln, bekommen wir Boni dadurch. Und die Boni, die würde ich gerne erstmal mitnehmen. Ja, wir können noch weitere Erfindungen machen. Ist jetzt aber erstmal vielleicht gar nicht so gravierend. Jetzt kann es losgehen. Machen wir mal Geschwindigkeitsstufe 3. Oh Gott, der erste Tag ist rum. Und, haben wir es überlebt? Wir haben es überlebt. Rum ist nicht untergegangen. Halleluja. Wir sehen außerdem, wir machen jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen mehr Geld, wenn ich mal gerade den ersten Monat hier vorspule. Schwupps, 5,8 Talente. Wenn das mal nicht viel Geld ist, dann weiß ich es auch nicht. Die 15 hier, die wälzen wir mal ab. Dann läufst du mal hier runter mit den ganzen Jungs. Unsere 30 Kohorten haben wir, die Trienne haben wir auch gleich, die Trainingslager haben wir auch gleich. Und dann können wir demnächst mal Krieg gegen die Sabiner führen. Und dann geht's hier Schlag auf Schlag, die restlichen Samniten erledigen. Etrurien zerstören, Süditalien und Syrakus erobern. Ab dann muss hier richtig krass Krieg geführt werden. Wir wollen da auch bei Zeiten dann noch einen General für auswählen. Die Trainingslager sind jetzt übrigens auch fertig. Hier holen wir uns nochmal einen zusätzlichen Bonus Stabilität. Oh, wir kriegen noch eine zusätzliche Importroute für die Handelsstadt. Richtig nice. Und als Importroute könnten wir zum Beispiel hier sagen, wir nehmen... Ja, das ist so eine Sache. Ich gehe mal gerade ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Hanf. wie wäre es vielleicht? Günstigere Baukosten brauchen wir jetzt momentan nicht mehr so. Rekrutierungsgeschwindigkeit nicht ganz so wichtig. Gemüseversorgungslimit vielleicht auch nicht so wichtig. Stoffe... Steuern lokal. Also Stoffe ist gut, ne? Insbesondere hier für den Überschuss plus 5% mehr Steuern ist sicherlich gut. Wein aufgrund der Zufriedenheit auch nicht verkehrt. Und hier der Überschuss in der Hauptstadt reduziert die Unterhaltskosten für unsere Armeen. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Haben wir aber schon. Wir haben hier schon einen normalen Überschuss, ne? Insofern. Beim Exportieren übrigens, Achtung, nur minus 2,5, ne? Was könnten wir noch bekommen? Indigo, Zufriedenheit. Zufriedenheit. Fisch haben wir ja schon importiert. Getreide, Eisen. Haben wir auch schon Überschuss. Wo ist ein Glas? Glas ist hier, ne? Der Handelswert ist auch gut. Machen wir mal Glas. Holen wir uns aus Makedonien. Warum nicht? Das dauert ja noch ein bisschen, bis wir die Makedonen vermöppen. Ihr seht übrigens hier, wir haben echt ein hohes Maß an Rekrutenreserven. Und bis wir diese 20.000 aufgebaut haben, das würde jetzt auch nochmal eine gute Zeit dauern, ne? Wir sind momentan bei 32. Ich warte noch ein bisschen. Ah ja, okay.
Eine Seite wählen. Wie viele der altgedienten Mitglieder unserer gesegneten politischen Institution wissen, ist die Jugend eine wunderbare Mischung aus Freude, Erfahrung und vor allem Leichtgläubigkeit. Tremulia Prima, ein neues Gesicht, ist kürzlich auf die politische Bühne getreten und hat die Rhetorik der Militärfraktion unterstützt. Da sehen wir übrigens hier, welche Fraktion jetzt wahrscheinlich den nächsten Kandidaten stellen wird, und wahrscheinlich wird das Quintus Fabius Rullianus sein. Wie Aasgeier haben sie sich diejenigen, die Tremulia Prima für ihre Anliegen begeistern und rekrutieren wollen, arglistig auf ihn gestürzt. Okay, vielleicht, also, okay, das ist eine Frau, alles klar. Ich so mache, hä, weißt du, aber Prima kam mir schon ein bisschen komisch vor. Okay, macht ja nichts. Vielleicht lag es an unserem Konsul, einzugreifen und Tremulia Prima den wahren Pfad zu zeigen. Tremulia Prima hält 60 Überzeugungen für die Populistenfraktion. Oder wir verlieren 100 Redekunst und erhalten 60 Punkte für die zivile Fraktion an Überzeugung. Lass mich mal kurz überlegen. Mitglied der Tremuli-Familie, militärisch unfassbar schlecht, religiös unfassbar schlecht. Vorsichtig, engstirnig, klug, depressiv, Ambitionen mit dem Leben zufrieden, Gesundheit 99,7, Kultur römisch, Religion hellenisch, Ort Rom. Ja. Wir sollten uns nicht einmischen. Dann stecken wir halt die Populistenfraktion. So kurz gucken, aber damit können unmöglich diese Punkte hier gemeint sein. Momentan regiert hier die Zivilfraktion. Lassen wir es mal außen vor. Oder ging es jetzt wirklich nur um dieses Charaktermodell? Kann natürlich auch sein. Pausier mal bitte. Wir brauchen hier noch einen Kommandanten. Das ist momentan nicht so wild. Wir können den Sempronius Sophus wählen. Das ist unser Konsul. Das macht insofern nichts, weil ich ja momentan noch keine Eroberung mache. Aber wenn ich jetzt Eroberung mit dem machen würde, ne, ihr seht direkt schon hier, der hat viel Prestige. Ne? Monatlich plus 1,3. Das macht da schon viel aus. Und ihr seht, ne, die haben ja alle irgendwie bei Null gestartet. Das geht jetzt los, ne? Und tatsächlich steht auch hier, eine Familie gilt als verachtet, solange das Gesamteinkommen der Familienmitglieder aus Arbeit und Ämtern nicht mindestens 2% unseres nationalen Einkommens entspricht. Also, ja, das heißt also, da wird es einige Familien geben, die sich automatisch verachtet fühlen. Wir können ihm übrigens noch ein... Du bist mit dem verheiratet? Okay. Ah ja, witzig. Okay, gut. Ich dachte, die wären noch nicht verheiratet, sonst hätten wir das nochmal machen können. Ist nicht immer ganz gut, wenn der Konsul verheiratet ist, auf jeden Fall hier. Also was wir hier wirklich machen müssen, ist, man muss diese ganzen Dynastien hier so krass managen. Ja. Erledigen wir das auch noch. Komm, Jung, mach mal ein bisschen flotter hier. Tatsächlich baut sich das halt recht langsam auf. Nämlich, also 50 Punkte Aufbau heißt hier 5 Monate, 5 Punkte, 50 Monate, 4 Jahre warten. Ja, jetzt sind wir schon im Jahr 302. Das heißt, wir haben, also rein historisch gesehen, haben wir noch 4 Monate Zeit, bis sich die anderen Staaten wie die Aasgeier auf uns stürzen werden. Wir verbessern die Prinzeps, sie kriegen von unserem Militär Bonus auf die Disziplin, das heißt, sie werden effektivere Kämpfer, haben niedrigere Verluste und so weiter und so fort. 800 Punkte kostet das. Muss man dafür ausgeben. Nächste kostet schon 1200. Ne? Also, das heißt, man muss gucken, wie man hier die Punkte sinnvollerweise investiert. Hier verbessern wir halt
die hier verbessern, war halt unsere Infanterie, und das ist schon insgesamt auch die militärischen Verbesserungen, römischer Straßenbau und sowas, nochmal hier Offensive für schwere Infanterie, Moral plus 10%, das ist schon richtig, richtig cooler Stoff, um es mal so zu sagen. Wir sollen die Militärhandwerke, wir können noch ein paar Punkte auf den Kopf hauen, tatsächlich kann man das echt noch machen. Wir nehmen die standardisierten Maßen noch für mehr Handelswert. Beziehungen verbessern plus 20% machen wir bitte auch noch. Das habe ich total vergessen, hätten wir eben machen können. Armee-Moralerholung ist gut, aber mehr Forschung finde ich momentan auch ganz nice. Geben wir jetzt schon mal aufs. Macau Machtpunkte übrigens verkaufen für Geld. Das geht auch alles. Ein Kind wurde geboren. Naja, sehr schön. Unser Konsul hat. Oder unsere Konsulin hat geworfen. So, was haben wir jetzt? In flagranti. Vor einigen Nächten wurde Marcus Valerius Corvus dabei erwischt, sich selbst mit dem Gold aus der Staatskasse zu bereichern. Oh mein Gott, das geht überhaupt nicht. Das ist eindeutig ein schweres Verbrechen. Er hat unter den Teppich zu kehren. Was? Er ist unter den Teppich. Ich kann aber auch nicht lesen heute. Er ist unter den Teppich zu kehren, hat aber auch einen Nutzen. Lass ihn auspeitschen. Aber hallo, ey. Verliert 20 Gesundheit. Unser Konsul gewinnt 10 Beliebtheit. Rom verliert 50 aus dem Staatsschatz. Tadelt ihn öffentlich. Verliert 10 Beliebtheit. Echt? Wir verlieren Beliebtheit, wenn wir den tadeln, öffentlich. Ich hätte jetzt eher gesagt, das bleibt bei 0. Aber okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen EU4-Logik. Ne? Die Tücken des Staates. Während der Senat heute Nachmittag in einer Sitzung war, hielt ein wenig bekannter Mann mit dem Namen Marcus eine mitreißende Rede über das Thema Gesundheitsversorgung für die Armen. Obwohl seine Argumentation letztendlich keinen Erfolg hatte, wurden viele von der Schönheit seiner Redekunst abgelenkt. Vielleicht ist dies jemand, den wir im Auge behalten sollten. Beunruhigend. Der bekommt die Eigenschaft Redegewand und 50 Punkte Beliebtheit. Vorher 0. Seht mir das bitte nach, dass ich jetzt noch nicht hier sofort Mord rufe und des Krieges Hund entfessle. Oh, der Tod ereilte uns. Unser Magistrat hat das Zeitliche gesegnet. Okay, lass mal ganz kurz Pause machen. Das war der Magistrat hier. Und da sollten wir uns jetzt überlegen, wenn wir da reinpacken. Wie wäre es mit Lucius Postumus Megellus? Der kann ein bisschen was gebrauchen. Was hast denn du so für Eigenschaften? Arrogant und berühmt. Wo sehe ich die Auswirkungen davon? Nee, ich will dich nicht bestechen. Du bist ja der Fraktionsführer. Oh, den kann ich gar nicht auswählen, oder was? Dann hat er schon Amt inne. Da sind die Postumi. Ein Fulvius kann ich hier nehmen. Oder sind die auch schon weg? Die sind. Die sind auch. Doch, hier, da. Marcus Fulvius Curvus könnte ich wählen. Plus 1 einfach. Oh, Auswirkungen bei Gouverneur. Minus 10% Forschungsprüfung. Das meinst du nicht ernst? Global? Stur. Beliebtheit minus 0,5. Berühmtheit minus 30. Unscheinbar. Okay, gut, vielleicht wähle ich den doch nicht. Also da muss man ja wirklich auch so ein bisschen drauf achten. Oh, die Valeria, die haben hier noch einige am Start. Und die Flavii haben auch noch einige am Start. Valerius Corvinus. Ah, das war hier der Neuling, ne? Das Schwertsbrett, sozusagen. Kriegskunst minus 1 gelehrt. Komm, dann nimmst du ihn. Mit 35 Jahren ist er auch noch relativ jung. Checken wir mal aus.
Oh Leute, und wir sind bei 45 Minuten, ne? Noch ganz kurz was zu dieser Datierung mit dem Ab Urbe Condita. Das scheint mir noch ganz wichtig. Und dann machen wir mal erstmal Schluss für heute. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen weiteren Part gleich raushaue. Bleibt auf jeden Fall mal hier auf dem Kanal. Es könnte gleich noch weitergehen. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich wollte noch ein bisschen über diese Ab Urbe Condita Sache sprechen. Einerseits also, was bedeutet das, wo kommt dieses Datum 753 vor Christus eben her? Und vielleicht mache ich ganz kurz mal gerade die Musik für diesen Part hier ein bisschen leiser. Mal die Gesamtlautstärke können wir auch nochmal ein bisschen leiser machen. Okay, wo kommt das her? Wie setze ich das zusammen? Viele von euch denken jetzt vielleicht an dieses Buch von Livius, also das Hauptwerk von Livius, Ab Urbe Condita. Das ist aber tatsächlich gar nicht damit gemeint. Livius hat ja versucht, in einem großen Sammelwerk die römische Geschichte zusammenzuschreiben. Und das legt natürlich jetzt hier die Vermutung nahe, der Livius hätte irgendwie was damit zu tun. Tatsächlich war dieses Ab Urbe Condita aber zu Zeiten von Livius schon so ein geflügeltes Wort. Die Römer haben das zum Beispiel gesagt, wenn sie sagen wollen, so haben wir das schon immer gemacht. Dann hat man gesagt, das ist Ab Urbe Condita, das heißt, wir haben es schon immer so gemacht, wir machen das auch jetzt immer so. Das bezieht sich auch auf das römische Rechtswesen, zum Beispiel auf das römische Gewohnheitsrecht. Also, wenn es da so etwas Vergleichbares gegeben hat, ne? Gewohnheit war ganz wichtig bei den Römern. Und der Rückbezug zu ihrer Stadtgründung, der war ihnen auch ganz wichtig. Jetzt ist es so, dass diese erste Datierung ja auf Varro zurückgeht. Und Varro, habe ich ja bereits gesagt, der macht diese varronische Zeitrechnung 440 Jahre nach dem Fall Trojas, ne? 1193 Fall Trojas, ergo 753 vor Christus, dann die Gründung Roms. Es gibt auch noch eine annähernd ähnliche Datierung von Cato, den kennt ihr, Cato Censore, ne? Der hat das Jahr auf die siebte, oder hat die Gründung der Stadt auf die siebte Olympiade datiert, also auf das erste Jahr der siebten Olympiade, nämlich 752 vor Christus. Das auch noch in diesem gleichen Rahmen, ne? Es gibt aber noch einige andere. Zum Beispiel hat Hellanikos von Lesbos die Gründung von Rom auf 1180 vor Christus datiert. Timaios von Tauromenion zum Beispiel auf 814 vor Christus. Hieronymus auf 755 vor Christus. Lucius Tarutius auf 754 vor Christus. Polybios 751 vor Christus. Und Quintus Fabius Pictor auf 748 vor Christus. Jetzt mal nur so ein paar weitere Alternativdaten zu nennen, ne? Es gibt noch mehr übrigens. Das sind jetzt nur so ein paar, die ich auf die Schnelle irgendwie noch so recherchieren konnte, ne? Das Ding ist bei der ganzen Sache, ne, es gibt nur einen einzigen archäologischen Fund, der wirklich so in diese Zeit hinein verweist. Das ist eben diese Fibel, von der ich schon gesprochen habe. Die archäologischen Untersuchungen sagen was anderes. Die archäologischen Untersuchungen sagen, dass tatsächlich diese Hügel um Rom herum, ne, Rom hat ja diese sieben Hügel, dass die so im 10. Jahrhundert vor Christus wohl besiedelt worden sind. Dass es da also auch nennenswerte Siedlungen gab. Vielleicht 10. Jahrhundert vor Christus kommt in etwa hin. Eisenzeit, ne? Hier mal da ein bisschen später, ein bisschen früher, ne? Also wir können davon ausgehen, dass es doch eine recht fest etablierte Siedlungsstruktur, sagen wir mal, im 9., 8. Jahrhundert gegeben hat. Was man aber tatsächlich da noch nicht findet, das sind Hinweise auf ein gemeinsames Forum. Diese Hinweise auf ein gemeinsames Forum, die stammen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, also ungefähr 100 Jahre später. Und bei diesem Forum, das hat eine ganz besondere Bedeutung für Rom. Das Forum Romanum, das ist, ne, der Ort des öffentlichen Lebens, Res Publica findet da statt, ne? Die Sache der Allgemeinheit wird da verhandelt. Das Forum Romanum hat eine unglaublich wichtige Bedeutung und das, wie gesagt, datiert eben auf das 7. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Forumsbereich, der gibt uns aber einen wichtigen Hinweis darauf, denn dadurch, dass wir feststellen können, dass in dieser Zeit schon dort Aktivitäten stattgefunden haben, wissen wir, dass es eine Kooperation dieser auf den Hügel lebenden Patrizierfamilien gegeben haben muss. Auf diesen Hügeln siedelten vorher wohl wahrscheinlich so gentile Einzelverbände in einem kleineren Maßstab. Das heißt also, die bekannten mächtigen Familien der Römer, ne, die siedelten da oben und konnten halt eben Recht sprechen
über ihre Sippschaft, ne, über das, was eben noch so mit dazugehörte. Und die scheinen aber dann zu kooperieren. Warum weiß man das? Man weiß das daher, wenn wir uns die geografische Lage von Rom angucken, insbesondere dieser Talsäcke zwischen diesen sieben Hügeln, die ja sehr sumpfig ist, eine sehr, sehr unwirtliche Landschaft, die also erstmal angehoben werden und trainiert und trockengelegt werden musste. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr aufwendig. Das hätten die nicht alleine geschafft. Das hätte keine Familie so aus eigener Hand eigentlich geschafft. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sich diese Siedlungsstrukturen in Rom zu einer gemeinsamen Stadt erst im 7. Jahrhundert vor Christus verdichten. Und dann natürlich sind wir noch weit davon entfernt, was uns da so diese Gründungssage mit Romulus und Remus noch irgendwie weismachen will. Dass die da hingegangen sind und dann war diese Stadt halt eben da. Also so einfach ist es jetzt natürlich auch nicht gewesen, ne? Sondern das ist ein Wachstumsprozess, der hier von den Römern natürlich in einer gewissen Art und Weise historisch verklärt wurde. Warum ist das wichtig? Nun ja, auf der einen Seite ist es wichtig, um zu sagen, so, wir haben so ein Datum, das liegt hier sehr, sehr weit zurück, wir waren zuerst da, wir sind diejenigen, die hier das Sagen haben. Das ist natürlich eine wichtige Sache. Das andere ist, da haben auch gewisse Familien eben ein Interesse dran, insbesondere die Familien, die als die Gründerfamilien bekannt sind, die können nämlich auch wiederum sagen, wir waren als Erste da, wir hatten hier als Erstes das Sagen. Und das andere ist, man kann damit die bestehenden Rechtsverhältnisse legalisieren, wenn man nämlich sagt, diese Rechtsverhältnisse gelten schon ab urbe condita. Man rückt es nochmal in eine weitere historische Vergangenheit. Man sagt, das ist nicht eben so seit 50 Jahren so, sondern sagen wir, das ist seit 350 Jahren so. Bekommt das in Rom ein ganz, ganz anderes Gewicht. Das ist eine wichtige Sache. Das darf man bei dieser Gründungssage Roms natürlich nicht vergessen. Jetzt gibt es noch so einen anderen Aspekt bei der Sache. Diese eine Gründung, die reicht ja noch nicht so ganz aus, ne? Bei diesem ab urbe condita. Was heißt das? Also diese Struktur, die entsteht ja erstmal, die entsteht aber hier als in einer ganz anderen historischen und vor allen Dingen politischen Ausprägung, als das die nachfolgenden Chronisten halt nachher aufschreiben. Wir haben da diese römische Aristokratie, die hier noch etwas davon entfernt ist und ein gutes Stück davon entfernt ist, ihre Respublika zu gründen, worauf sich die Römer ja später aber doch sehr positiv beziehen. Das heißt, in diese Zeit fällt eben nicht die Respublika, sondern da fällt diese vermeintlich immer wieder an die Wand projizierte Königsherrschaft, von der die Römer damals gesprochen haben, und der Vertreibung der Könige mit dem Tarquinius Superbus. Ihr erinnert euch vielleicht noch so ein bisschen an diesen Schulunterricht, der letzte König Roms, der von dem Brutus da vertrieben wird und so weiter und so fort, dass derjenige, dem prophezeit wird, derjenige wird über Rom regieren, der, wenn er nach Hause kommt, als erstes seine Mutter küsst, ne, die waren im Orakel von Delphi, und ne, seine beiden Begleiter, die da mit den etruskischen Königen da hier verbandelt waren, ne, die kommen natürlich als Erste nach Hause und geben ihrer Mutter einen Schmatzer auf die Backe. Und der Brutus als Erster schmeißt sich auf den Boden und küsst den Boden der Stadt Rom. Der hat seine Mutter zuerst geküsst. Der wird natürlich nachher auch, ne, der erste Konsul in dieser Stadt werden. Der Erste, der diese Republik gründet. Und so hat man das nachher dann auch versucht zurückzurechnen. Man hat diese Konsularsdaten genommen und hat dann gesagt, so hier Konsul 1, Konsul 2, Konsul 3, Konsul 4. Wir rechnen das jetzt zurück. Und damit kommen die dann tatsächlich, auch diese römischen Chronisten, kommen dann tatsächlich auch auf diese, sagen wir mal, 753 vor Christus. Die Sache hat einen Haken. Wir wissen heutzutage relativ sicher, dass es diese ersten Konsuln so nicht gegeben hat. Da gibt es einfach zu viele Parallelen zu anderen Heldengestalten. Diese Personen sind so legendär, die sind so fantastisch. Wir dürfen davon ausgehen, dass es die wahrscheinlich nicht gegeben hat. Insbesondere, weil die Beweislage einfach unfassbar dünn ist. Es gibt nichts darüber. Es gibt nichts über die. Es gibt keine Amtsregister oder sonst irgendwas, was wir da irgendwie bemühen könnten. Nada. Leider nichts vorhanden. Ist auch eine ganz schwierige Sache. Und vor allen Dingen, dieses Rechnen mit den Konsularsämtern, das hat man das erste Mal so um 400 gemacht, also 400 vor Christus. Das heißt also, das hat man erstmal 400 nach Christus gemacht. Das heißt also tatsächlich, da ist ein sehr, sehr großer zeitlicher Abstand zu dieser Praxis. Es ist also unwahrscheinlich, dass man das in diesem Zusammenhang korrekt angewendet hat. Was bleibt also? Die Gründung der Stadt Rom bleibt ein Mythos. Wir wissen es nicht genau. Wir können es nicht genau sagen. Wir werden es wahrscheinlich auch nie genau wissen, weil die archäologischen Kenntnisse und die schriftlichen Quellen, die wir hier miteinander in Einklang bringen können, die widersprechen sich eben zu einem großen Teil.
Und das ist einfach eine ganz wichtige Herausforderung der Geschichtswissenschaft. Man muss auf die archäologischen Erkenntnisse achten, man muss die ernst nehmen. Man kann sich nicht immer nur auf die Quellen verlassen, also auf die schriftlichen Quellen meine ich jetzt, und das, was die Leute damals überliefert haben. Das ist auch eine wichtige Aufgabe der Geschichtswissenschaft. Man muss Kritik an diesen Quellen üben. Die Zusammenarbeit von Archäologie und Geschichte ist zum Beispiel immer was, was ich total wichtig finde. Und hier an diesem Beispiel sieht man das eben sehr, sehr deutlich. Aber auch die Kritik der Archäologie an den eigenen Sachquellen oder Gegenständen, die man dann halt eben findet, ne? Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich erstmal Pax Vobiscum und Valete.